Folge Flohmarktfunde. Vielen Dank, dass du hier eingeschaltet hast und dir dieses Video anschaust. Ich war unterwegs auf einem Flohmarkt. Auf einem stinknormalen Flohmarkt, kein Dorfflohmarkt diesmal. Und ich war auf zwei Märkten unterwegs an zwei verschiedenen Tagen, damit sich auch die Folge ein bisschen füllt, sage ich mal. Ja, waren jetzt nicht so viele Funde. Und zum ersten Mal habe ich, glaube ich, ein bisschen weniger ausgegeben. Die letzten 7 Videos, falls ihr die alle angeschaut habt. Ich habe mal so grob reingeschaut, das waren ja über 2000 Euro, was ich ausgegeben habe. Das waren jede Menge geiles Zeug, ja, in der letzten Zeit. Und ja, heute ein bisschen sachte, aber auch schöne Sachen. Und liebe Grüße gehen auch an Danny Abi. Ja, er hat mir hier für dieses Spiel die Anleitung zukommen lassen, ja, von der Hack. Richtig geil. Endlich habe ich dieses Spiel komplett. Richtig nice. Und Danny, aka Danny. Die Kerzen sind schief, Bruder. Die Kerzen sind schief. Egal, haut rein, schaut die Folge euch an. Das hier. Nice. Sag mal Preis für die dann. Aber ich brauche hier noch dieses Ding zum Besorgen. Guck mal, was kostet das, dass du das weißt. Dass du Digga, das ist das dümmste Spiel von Digimon. Das war so ein scheiß Spiel, habe ich früher auch gehabt. Aber ja, die habe ich auch in der Sammlung. Ja, du hast recht. Ja, okay. Aber ja, komplett halt 70 oder so. Nicht so. Krass, hätte ich nicht gedacht. Aber geht doch mal, kommt drauf an, ne? Wenn die. Nein, das ist. Was ist das, nur ein Leitmodell? Ach so. Hab ich auch nicht gedacht. Du musst Anleitung finden, wie gesagt. Nein, aber schwierig, hast du vergessen. Sag mal, Preis für die 3. 15. Ja, für die ist für alle 3 schon 30 Euro. Ich habe 15 gerechnet, 10 ja. Und 6, 31 und dann 30. Wo sind die anderen? Ach so. Genau. Die Lotte ist teuer. Die kostet allein 50 Euro. Habe ich auch nicht gedacht. Die eine kostet 50, die andere 30. Das, ja. Das kostet 1 Euro. Haben wir so 30, ja? Ich nehme einfach einen Abschnitt. Mein Gott. So, mein erster Deal war direkt beim Kollegen Jorgo, ja, beim Kumpel von mir. Ja, Calimera, mein Bester. Was ich dort geholt habe für 30 Euro, zeige ich euch jetzt nochmal hier in die Kamera. So, und hier habe ich einmal die Folge 3 und 4 von Alf bekommen auf Kassette. So, und hier habe ich für die PlayStation 1 Mickey's Wild Adventure bekommen, ja, in der Big Box. Die CD ist dabei. Die Musik-CD fehlt hier, aber nicht schlimm, ich habe das schon einmal in komplett. Was ich richtig geil finde, dass ich dort auch Discworld 2 bekommen habe, komplett. Jetzt müsste ich die auch doppelt in meiner Sammlung haben. Aber ich glaube, Danny, du brauchst die Anleitung, ne? Ey Bruder, wenn du das brauchst, melde dich einfach, wir machen da was, dann kriegst du es einmal komplett. Dann war hier dieses Spiel dabei, Digimon 2003, Digimon World 2003. Dass das so teuer geworden ist. Alter Schwede. Klar, das Cover fehlt und die Anleitung fehlt, aber trotzdem richtig nice. Und für das alles habe ich jetzt bezahlt 30 Euro. Geht völlig in Ordnung. Vielen Dank, Jorgo, für die geilen Spiele. Schön auf cool aus. Und vor geht's? Ja, muss auch was drin.
Ja, ja, morgen da. Geht das, weißt du? Ja, ja, mein Behälter, das geht. Für uns haben sie auch den Preis. Das ist ekelhafte Krasse, gell? Ja, 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 schon, ja. Der geht uns, da haben sie auch den Preis. 55 gebe ich dir. Hast du schon mal Standgebühr bezahlt? Hey. Standgebühr auch schon bezahlt. Er muss bezahlen. Ich habe auch noch Hip-Hop-CD, ich muss wieder nehmen. Heidi, ja. Heidi, komm, 55. Danke. Machen wir, ja. Machst du im YouTuber gute Werbung? Wenn das nicht funktioniert, schlechte Werbung. Aber das hat funktioniert, ja? Ja, ja, Olli, falls was ist, kannst du ja. Ja, ja, ich weiß. Wie schneidest du denn deine Videos? Hast du welche Programme? Ich arbeite mich auch so ein bisschen. Kannst du mir mal gleich erzählen? Wie heißt das? Sony Vegas. Wie? Sony Vegas heißt das. Einfach? Digga, wenn ich mit Technik was kann, dann ist es einfach. Ich meine Technik null, Walle. Ja, hier bei dem Kollegen habe ich auch bekommen Pokémon Kollision für die GameCube. Ja, habe ich jetzt auch schon ein paar Mal in meiner Sammlung. Und zwar mit der Memory Card. Mit der Memory Card, richtig cool. Ja, da war so ein ekelhafter Kratzer drin, haben wir ja gesehen gehabt in den Aufnahmen. Aber Spiel funktioniert einwandfrei. Habe auch ein bisschen länger gespielt, hängt nichts, passiert nichts. Da habe ich schon mal Glück gehabt, ja, weil für 55 Euro ein kleines Risikoeingang, finde ich. Aber passt soweit. Morgen, was kosten die Figuren hier? Turtles? Die Figuren? Ja. 125. Stück. Eine? Oh, zu teuer sind, ne? Ja. Genau, noch nie gesehen. Echt? 89, gell? Ja. Guck mal im Internet. Okay. 500. Glaub ich, ja, wenn so ist. Alles kann ich wirklich. Jetzt kommt Regen, ja, schade. Mehr Spiele habt ihr nicht dabei, ne? Nur das. Entschuldigung? Mehr Spiele nicht, ne? Mehr nee, Spiele nicht. Das ist alles, was da ist. Okay, oh. Was kostet die Tüte? Das ist Wii und die Spiele dazu. Okay, was kostet das? Die Verkleidung weiß ich. Das sind die 4-5 solche Hand. Ja. 30 Euro. 30. Aber alles komplett. Ja, ich guck gleich mal. Ja, genau. Machst du 20, nehme ich mit. Machen wir 25. Ja. 23? Ja, 23. Willst du die 23? Ja, ist okay, 23. Er muss das nicht. Ja, ich hab 23. Aber ich hab nichts zu wechseln. Ja, ich versuch mal was gut. Ja, und für 23 Euro gab's für mich ein Nintendo Wii Paket. Das Besondere an dem Paket war hier eigentlich diese Konsole, wie ich finde, die so aussah. Das Ding hier, das ist von der GameCube, der Empfänger für die Wireless-Controller. Ne? Richtig geil, dass das dabei war bei der Wii. Und hier ist noch so ein USB-Stick, USB-Teil halt drin. Wahrscheinlich sind da Spiele drauf. Ja, für 23 Euro finde ich richtig geiler Schnapper. Allein das Ding ist schon so, so viel wert. Ne? Dann gab es noch für mich 2-3 Controller, Netzkabel, so ein SingStar-Mikrofon dafür und ein paar Spiele. Ja, die Spiele zeige ich euch mal hier. Da war eine lose Mario Sonic Geschichte drin. Ja, dann haben wir hier nochmal hier so ein Sonic Colors Spiel. Samba de Amigo. Just Dance 2019. Ja, so eine CD war irgendwie dabei vom Schach. Wii Sports war dabei und zwar doppelt. Ja, zweimal das Spiel. Richtig nice. Ja, dann gab es noch halt 3 Controller, wie ich vorhin gesagt habe. Und die Nunchucks und Stromkabel. Muss ich jetzt nicht zeigen. Und das alles für 23 Euro. Richtig, richtig nice. Und das war auch der letzte Fund auf diesem Flohmarkt. Jetzt gehen wir zum nächsten Tag. Und was ich dort gefunden habe, sehen wir jetzt. Ist das komplett? Wissen Sie das? Weiß man nicht. Also das so. Auf jeden Fall. Das, hier das sieht Fall. So ein bisschen unkomplett. Ja. Kann das sein? Ja. Weiß ich jetzt nicht. 10 Hätte für Zeit. Was ist das für Abend? Vielleicht später. Wir beiden Brettspiele. Mach 5 Euro zusammen. 5? Machen wir 4? Ja,
Ja? Ja, okay, super. Die erste verkauft. Jawohl. Kannst schon wechseln, ich habe einen 5-Euro-Schein. Ja. So, am nächsten Tag auf dem Flohmarkt habe ich direkt zwei Phase 10 Spiele gefunden, ja. Für 4 Euro, also 2 Euro pro Spiel, und zwar einmal hier dieses Phase 10 und einmal hier dieses, ja. Richtig geiler Schnapper. Direkt zum Anfang, und ich habe mir gedacht, ey geil, fängt ja schon gut an. Wer weiß, was ich noch finde. Spob. Pokémon-Banner ohne. Hast du, denkst du das? Ja. Wie heißt das? Pavillon wieder? Ganzer Aufsteller hier. Pavillon. Nee. Nee, nee. Achso, du meinst diese Dinge. Aufsteller-Dings. Das ist geil. Was willst du haben? 15. 15er, ja. Können wir 10 machen? Ist das okay für dich? Oder ist das nicht okay? Wenn du nimmst, ja. Eins, eine. Ich würde Patrick noch nehmen. Patrick. Ja, dann für 2 nicht, was? Ja. Also für Sohne, Mann. Dann kriegst du kriegst noch 2 Kinder Schokobons dazu. Jawohl. So, jetzt habe ich bei einem Kollegen, Victor, liebe Grüße, mein Bester, 2 Figuren geholt. Aber ich habe eigentlich 3 Figuren geholt. Irgendwie finde ich die Aufnahme nicht. Also ich habe am Ende noch eine Figur gekauft von SpongeBob. Von dieser Collector Edition, keine Ahnung. Ich habe bei dem Kollegen 30 Euro da gelassen. Und zwar gab es einmal für mich hier Patrick. Richtig cool. Und dann gab es für mich noch Sandy für 10 Euro. Und dann habe ich hier noch SpongeBob und Gary bekommen, ja, für 10 Euro. Also ich habe insgesamt 30 Euro dort gelassen für diese 3 Figuren. Richtig cool. Vielen Dank, mein Bester, dass du mir diese Figuren gegeben hast. Kuss geht an dich raus. Keine Ahnung, das ist viel. Der 2 Euro. 9 Euro. 15. Du hast 45 gesagt, ne? Ich gebe dir 40, dann ist okay. Okay? Komm. Warte, Türkische kommt schon. Komm, Heide. Heide, 40. Nochmal, was sagst du? 40, ja? Oh, 40. Wir haben Ankara. Oh, Nebenschädel. Na, no, nochmal Rabatt. Also 40, ja? Gebe ich dir. So, ich habe euch vergessen zu sagen, dass wir nach dem Flohmarkt später auf einem Nachtflohmarkt waren. Der begann so um 16, 17 Uhr. Dort habe ich eine Sache gefunden, und zwar hier diese Atari, die Gold Edition, also Flashback Gold. Habe ich noch nie gehabt. Habe jetzt auch dafür 40 Euro, ne? Ja, 40 Euro da gelassen. Ist jetzt kein Schnappi-Schnapp oder auch kein, ja, keine Ahnung, kriegt man ja ab und zu günstiger, meine ich, gesehen zu haben. Ja, aber trotzdem, ich sammle ja OVPs und die bleibt auf jeden Fall bei mir drin. Auch wenn das nicht so ein beliebtes Ding ist, für 40 Euro ist in Ordnung. Und dann habe ich noch eine Kleinigkeit, ein eBay-Klan-Anzeige gefunden. Und zwar gab es für mich noch hier den DS, ja, von der ersten Generation. Die OVP ist wirklich in einem sehr schönen Zustand. Habe dafür bezahlt 7 Euro. 7 Euro. Leider ohne Inlay, aber dafür ist der DS dabei drin, hinten in der Tasche da, und Ladekabel ist dabei. Für 7 Euro bezahlt, Inlay fehlt, und die Hefte sind auch drin hinten gewesen, die Hefte waren auch drin. Denk mal, für 7 Euro geht das in Ordnung. Und ja, das war's mit der Folge. Ja, war eine sehr, sehr kleine Runde diesmal. Kleine Funde, trotzdem auch coole Funde. Die Figuren finde ich nice von SpongeBob, ja. Die Wii finde ich geil, mit diesem Adapter. Ja, mein Gott, so Tage gibt es auch natürlich. Nicht jeden Tag kann hier irgendwie ein krasser Deal rauskommen. Ich freue mich nächste Woche. Nächste Woche müsste wieder eine schöne Folge kommen. Freut euch drauf, und bis dahin, euer Patron. Bis Freitag. Bye, bye.